Ja, Version 1.05 ist gestern, während ich gespielt habe, rausgekommen. Was bis eben sichtbar war. Und das ist jetzt Version 1.05 mit einigen Verbesserungen, hoffe ich. Ich habe es nicht gelesen. Und bin gespannt. Ob ich merke, ob sich was verbessert hat. Aber bis jetzt habe ich selten wenige Sachen als störend empfunden. Aber vielleicht habe ich auch einfach zu viel Erfahrung mit Spielen im Finale. Das drum. Er sieht zumindest gut aus. Und ich mache mal wieder und hole mein Auto. Ich bin echt froh, dass du. Echt froh, dass du vorbeigekommen bist. War super schön. Danke für die Einladung, das war ein richtig schöner Abend. Deine Familie ist super. Sehr gut, meine Familie findet dich nämlich auch super. Vor allem, danke für alles. Du solltest mal wieder vorbeikommen. Schöne Grüße von Jos. So toll, sie endlich mal wieder lächeln zu sehen. Danke, River. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf, je. Wieder. So, ich habe V gedrückt und mein Auto kommt irgendwie nicht. Ach, fahr ich mal mit Jackies Arsch ein bisschen. Jetzt kommt er. Da. Ein Motorrad, das alleine durch die Straße fährt. Darauf würde ich niemals klarkommen. Ich werde so crashen. Und das seltsame Graffiti, was da links ist, nehme ich noch mal mit. Einfach nur, weil ich es gerade auf der Karte gesehen habe. Ich zähle als Fahrrad, ich darf. Okay, hier treffe ich jetzt den Unbekannten, ja? Motel, Motel. Hi. Du das? Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Was? Ich habe noch nicht mal was gesagt und du sagst schon nein? Also echt. Echt jetzt? Okay, das haben sie schon mal nicht gefixt. Aber egal. Jetzt Motel, Motel. Noch eine Etage höher. Zahlen Sie hier und gehen Sie da rein. Okay. Hab schon schlimmere Graffitis gesehen. Und hier passiert jetzt irgendwas. Hotel würde ich jetzt nicht übernachten wollen, aber okay. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Wäre eigentlich besser gewesen. Warum? Ich arbeite sonst nur mit Fixern. Klienten, die keinen wollen, machen meist nur Ärger. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Das muss jeder Mensch. Das muss jeder andere auch. Mag sein, aber keiner so sehr wie ich. Fick die Wand an, du bist... Ich bin's, Lizzie Wizzy. Hi. Wer ist Lizzie Wizzy? Komm, setz dich. Reden wir. Dann ist es halt Lizzie Wizzy. Okay, also worum geht's? Sprich,
Na was wohl? Ich hab Probleme. Welche Art? Ist jetzt nicht so. Ja, gute Frage. War ein hartes Jahr. Kreatives Loch. Hab seit Ewigkeiten keinen Hit mehr geschrieben. Und was alles noch schlimmer macht, ich hab mich verliebt. Oh, das tut mir aber leid. Wie tragisch. Warum tragisch? Früher oder später enttäuscht die Liebe einen nur. Eher früher als später. Und? Geht's um einen Mann? Oder eine Frau? Shit, diese Hände. Manchmal fliegen schon Funken, wenn ich nur was streife. Ach. Egal. Roboter. Es geht um einen Mann. Liam Northam. Wir sind seit ein paar Monaten zusammen. Aber ich glaube, er geht fremd. Warum denkst du das? Okay, woher der Verdacht? Ach, richtig peinlich, so klischeehaft ist das. Geflüsterte Telefongespräche im Bad, seltsame Quittungen, geheime Meetings mitten in der Nacht. Erinnerst du dich an was Konkretes? Mein Gedächtnis ist leider ein heikles Thema. Warum? Für die Antwort kennen wir uns nicht gut genug, wie? Hast du ihn konfrontiert? Hast du mit ihm gesprochen? Unter vier Augen? Du bist drollig. Ja, es sei denn, das heißt... Stell dir vor, wir sind nie alleine. Nicht wirklich. Immer von Assistenten, PR-Teams oder Visagisten umgeben. Aber hier geht, oder wie? Würde ich ihn nur eine Millisekunde nicht anstrahlen, wären die Screamsheets voll mit Gerüchten. Verstehe. Ja. Tust du nicht. Du weißt nicht, wie es ist, Millionen Augen auf dich gerichtet zu haben. Nee. Permanent. Es kann herrlich und beängstigend sein. Wir gucken höchstens 20 Leute zu. Wer ist der? Liam Northam. Noch nie gehört. Erzähl mal was über ihn. Um die 40, sensibel. Ein Mann, der immer alles hatte. Kennst du die Art Mensch? Nur wir von soll es geben. Wer kennt ihr euch? Er ist mein Manager. Ja. Ich weiß, wie das klingt. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht mal mein Typ, aber... Aber? Selbst wenn der Körper zu chrom wird, bleibt das Herz gleich. Es will, was es will. Ja. Wo komme ich ins Spiel? Also, was spiele ich dabei für eine Rolle? Was willst du? Beweise. Und dann beende ich es. Für immer. Oder Gegenbeweise und dann bleibt... Liam geht ständig ins Riot. Ich glaube, er trifft da jemanden. Ich will wissen, wen. Du findest es raus. Verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Perfekt. Aber denk dran, ich will Fakten. Konkrete Details. Möglichst Aufnahmen oder Fotos. Klar, schon kapiert. Gut. Jetzt geh. Aber eine Freude, Lizzie, über sie. Lizzie. Mach mal lieber zu, sonst merkt man jemand, wer du bist. Okay, ein seltsamer Klient, eine... berühmte Person nehme ich an. Was ist hier? Ein Fenster zum Hof. Tolle Aussicht. Hey, Jimmy. Ja, wenn man das Fleisch hasst, was einen zum Körper hat. Ja, was ein. Ach, egal. Es ist ja nicht möglich, dass Kinder direkt mit Augmented Monster rauskommen, das wäre ja auch strange. So, ich möchte aber eigentlich, habe ich keine Lust auf diese frag nach Liam, ja. Chip ihn in. Wenn man Smasher fertig machen will. Genau, Chip ihn in mache ich jetzt.
Gib dich zum Afterlife. Okay, ich glaube, ich kann bin nur gut, wenn ich schon rolle. Am Start muss ich noch arbeiten. Okay, das blinkt jetzt schon zum zweiten Mal auf heute. Das muss ich nicht. Hier ist irgendeine Aufgabe, die ich jetzt löse. Neutralisiere die Kriminellen. Ja, okay. Oh, ich habe Beweismaterial. Zumindest was zu lesen. Das war auch das Beweismaterial, okay. Achso. Rechnen Sie mir nur den Paranoia. Ich wollte Tippen-In machen. Echt, da könnt ihr nicht dran vorbeifahren. Na gut. Gut, Chippen in, mal gucken, was das wird. Okay, gleich muss ich wieder mit dem Auto fahren, sonst drehe ich noch durch. Hier gibt es Prozente auf alles, außer Tiernahrung. Yay! Yeah. Okay, jetzt Rogue im Afterlife. Johnny kurz übernehmen lassen und dann. Gucken, ob wir was Interessantes rausfinden. Moin! Da ist er doch. Nein. Rogue müsste gleich hier sein. Okay, nochmal. Du redest mit Rogue nur über Smasher, ja? Dann kriege ich das Steuer zurück und du wechselst zur Beifahrerseite? Das ist der Plan. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Gefällt dir vielleicht sogar. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Ja, ich bin gespannt. Du willst also die Schuldtour fahren? Gefallen einfach? Sie mich schön daran erinnern, dass sie dich im Saka Tower hat hängen lassen. Erstens dachte sie, ich bin tot. Und zweitens würde ich hier sowas nie antun. Muss ich also gar nicht. Okay. Dein unwiderstehlicher Charme wird ausreichen. Rogue hat noch nie Nein zu mir gesagt. Nicht einmal. Na dann. Okay, bin bereit. Bin ich nicht. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Okay, ich bin Beifahrer. Du machst das. Schön, wieder da zu sein. Du warst ja nicht lange weg. Lass doch sein. Guter alter Tequila. Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili oben drauf. Silberhin Spezial. Hat hier lange keiner mehr bestellt. Ach guck, ich hab doch Kontrolle. Na dann.
Na klar. Okay. Einen. Cassius Ryder, kennst du den Namen? Cassius Ryder. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hat einen Laden in Watson, Pershing Street. Also welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Ziegenbock ist mehr mein Stil. Und er wird es lieben. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, der arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer okay. Warst du noch gleich? Ja. Man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Wolltest du nicht mit Rogue sprechen? Ich hab was Besseres. Hey, bist du Ruby? Ja, super. Du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe, und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Läuft noch, klar? Auch, also zurück an die Arbeit. Auch. Zurück an die Arbeit. Ich mach den Wichser fertig. Ich warte draußen. Du wartest auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Wohin? Martin Street. Aber nimm Umweg. Die stehen dir. Hast du Feuer? Ich lass das einfach mal hier, ich bin der Beifahrer. Fuck! Wir hätten tot sein können!
passieren? Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Ja. Hallo, Night City. Jetzt muss ich wieder übernehmen, ja? Wie? Ja, lecker. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh, Johnny hat's dir gesagt. Ich bin nicht so überrascht. Klingst nicht überrascht. War ich, aber jetzt nicht mehr. Du erinnerst dich sicher nicht. Nur an Fetzen, nicht an alles, Gott sei Dank. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Fühlt sich komisch an. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß, ihr zwei seid so unterschiedlich. Ja. Also keine Sorge. Hat er dir von Smasher erzählt? Smasher? Hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Also ich. Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher in aller Zeit gemacht hat? Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saka Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Ja. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Brauchst du Hilfe? Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Danke. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ja, finde ich auch, aber... That's life. Unglaublich, wie gut du dich gehalten hast. Übrigens. Wo bin ich hier überhaupt? Ich bin nicht zu Hause. Hi. Du hast mich verarscht, du wolltest nur mit Rogue reden. Sollte es sein, der kotzt, fuck nie wieder. Fuck nie wieder. Konnte ja nicht wissen, dass dir die Pillen so zusetzen. Genau die Pillen. Mir war nicht so schlimm, wenn du sie nicht mit Gott weiß was gemischt hättest. Du hast mich verarscht, du wolltest nur mit Rogue reden. Arschloch, du wolltest doch nur mit Rogue reden. Hab doch mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Und Ebunike ist echt? Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen. Okay, was ist das überhaupt genau? Wo sind wir hier? Egal. Regina Jones, Söldner gesucht.
Wenn sie ihn erwischen, machen sie ihn kalt. Also will er untertauchen. Und zwar so schnell wie möglich. Ich habe schon einen Schlag gefunden, der helfen könnte. Wir haben uns Vago erst von einem Ende der Stadt zum anderen bringen. Wenn er auf der Straße gesehen wird, dauert es nicht lange, bis die Tiger Claws ihre Krallen ausfahren. Du weißt, was zu tun ist, oder? Das wird, ja, komm, so für zwischendurch mal. Hier sind irgendwelche Nachrichten. Ich wollte hier noch was klauen. Der Tiger und die Ratte. Der coolen Metal Fire habe ich abgeschlossen. Da ist uns zu mitnehmen. Achso, diese dahinter. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Ja, krass. Bist du Wago? Bist du Wang Bo? Niemand nennt dich so. So nennt dich keiner. Wie bist du hergekommen? Ja, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. Lass mich fahren. Lass mich hier kurz einlinken. Denkst du, ich bin blind oder taub? Halt's Maul, wenn du kein Blei fressen willst. Okay, dann prügeln wir uns halt mal durch. Was habt ihr eigentlich keine Granaten? Das ist dein Auto. Ja? Wir? Ohne mich wärst du jetzt ein Fleck an der Motelwand. Und ich habe den Elud echt alles liegen lassen. Ups. Ist klar, bei jeder Unebenheit fliegt der fängt an zu fliegen, oder was? Hey, 넌 별명 같은 거 없어? Nein. 그럼 이참에 뭐라도 생각해놔. Ach, wirklich? 당연하지. 그냥 입에 착 붙는 거로 okay, 아무거나 지원해봐. Mein Navi sagt, ich bin falsch abgebogen und will mich nicht anders leiten. Okay, gut. Ich kann den Text nicht lesen, weil ich muss mich auf die Straße konzentrieren und Übersetzung haben wir ja nicht.
Ah, hier der Treffpunkt ist, okay. Okay, wir sind da. Steig aus. Ja, zackerman! Könnte. Zackerl, bitte du te? Noch kam ja der Kumpat. Ina weiß, was sie tut. Regina hat sie selbst angeheuert. Keine Sorge. Arasso, arattago! Ah, der ist mir nicht so nah! Rigo. Hotel ist so toll, so. Komm aus. Willkommen in der wirklichen Welt. Super Arbeit, Wie. Wang Bo wollte dir den Spitznamen der wütende Löwe geben. Also ist er wohl zufrieden. Auftrag erledigt. Eddie sind unterwegs. Ah, danke, 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 danke. Okay, dann mache ich halt die Hauptmission weiter jetzt. Hab ich Spaß. Und Level up. Das ist gut, denn habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Was habe ich denn eigentlich bei Kampfmaschine? Das ist alles nur Nahkampf, oder? Erhöht alle Resistenzen um 2,5. Pro-Stack. Verlängert die Abklickzeit von Quick Hacks. Erhöht die Dauer von Kampfmaschine um 5 Sekunden. Nachdem dein Gegner neutralisiert hast, hältst du 10 Sekunden an Kampfmaschine und dein Bewegungstempo. Ja. Nämlich das habe ich auch irgendwie mal aus der Kampfmaschine. Jetzt treffe ich mich mit Hanako. MMBass.